glaube ich, auch noch ein, zwei Videos, die wir uns angucken sollten. Ja, und zwar das neue Satterhuber-Video, den das Sheep the began sanded. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Würdest du Velo mal wieder mitspielen, wenn Kevin mitspielt, wenn das eine Legendenlobby ist? Nur wenn wir uns alle einen negativ boosteten Iron 5 Account haben. Ich glaube, Kevin ist Bronze 3, viel schlechter geht gar nicht. Schauen wir uns doch mal Kevin sein Skill in Valorant an. Wieso hat er nicht geschossen? Ach, Mann! Mann, Bro! Ja, ja, alles easy, das hab ich. Watch this. Hau doch dein Mikrofon in dein Bildschirm. Ja, Mann, mega gute Idee, Digga. Letzter Leben. Oh, nein, ich hab dein Bildschirm kaputt gemacht. Bruder, hab mich gefreut, Digga. Da ist der andere Kevin aber besser. Ich bin eins mit der Maus. Spike in B. Moin! Mann! Oh, falscher Clip. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Nein. Oh! Oh! Streamer fällt vom Stuhl. Oh! 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 Ah! Au! Ey, da bin ich jetzt hingefallen! Spaß, das war fake. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kommt es in irgendeinen Highlight-Kanal. Streamer fällt vom Stuhl runter. Wie motiviert bist du auf die AM? Heute Fußball, ne? Fußball! Ja! Ja, Fußball! Er war so ein Bastard. Fast so motiviert wie er hier. Kannst du dir ein Leben ohne Internet und Technik vorstellen? Auf gar keinen Fall. Beziehungsweise nein. Beziehungsweise nicht wirklich. Beziehungsweise ja, eigentlich schon. Ist das Teig? Ist das Teig, den er sich um den Kopf macht? Mann, ich will auch so auf der Bühne stehen und ich will, dass schöne Frauen mir hinterher schreien. Hey, ja. Hey, ja. Yeah. I want to get away. I fly away. Chilliges Standbild übrigens. Plus 4 Chilis, du kannst ihn easy pussen. Du kannst ihn easy pussen, Digga. Kann mich bitte jemand easy pussen? Der Versprecher war fast so gut wie der von Elotrix. Da hätte ich so gern gestreamt, Chat. Ach Digga, wenn das wieder jemand klippt. Bruder, was ist denn heute wieder los mit den Versprechern? Moin ihr Lunken, ich hoffe euch geht's gut. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass bei Displayed aktuell ein sehr saftigerer... Versuch Nummer 2. Moin ihr Lunken, ich hoffe euch geht's gut. Ach, Digga, das ist so cringe. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Du. Was denkst du? Ey, das ist einfach... Weil man Cola und Bier... Der Witz war echt gut. Ich sag das auch. Warte, vielleicht ist das bei mir auch cool. Dann spielen wir einfach zu viert, Dicker, ja. Aber du musst es mit mehr Swag sagen. Ja, dann spielen wir einfach zu viert. Zu viert, Dicker, ja. Bei dir hört sich's übel cringe an, Digga. Ja, okay. Ich war jetzt einen Monat nicht online, weil ich einen Monat im Knast war wegen Selbstmord. Alright. Was zum Teufel? Guck mal, ich habe gar keinen Humor mehr. Ich bin einen Monat nicht online gewesen, auf einmal übel unlustig. Und wenn Deutschland ein Tor schießt, werde ich schreien und grölen. Und wenn Deutschland ein Tor schießt, werde ich auch schreien. Aus Prinzip. Mario Golf mit Basti spielen, weil das kommt an dem Tag raus. Ansonsten gibt's Mario Golf mit Basti, wenn er Bock hat. Ich wurde mit einer Granate abgeworfen. Die haben die echt gut geworfen. Geschichten aus dem Paulanergarten. Du bist noch brav am Trainieren? Naja, Digga. Muss ich dir hierzu noch irgendwas sagen, Alter? Muss ich dir hierzu noch was sagen, Digga? Jetzt hab mal ein bisschen Respekt. Jetzt seid mal alle ruhig. Montes neue Freundin unterbricht ihn mehr als Elotrix. Und ich hatte nicht so einen großen Kohldampf. Nee, du wolltest aus Sympathie auch einen Salat. Ich wollte aus Sympathie auch einen Salat essen. Weil was die Dame. Ich nicht wollte. Frischer Thunfisch. Nee, du hast frischen Thunfisch. Du wolltest Thunfisch aus der Dose. Digga. Inshallah ist es die richtige, damit er endlich die Schnauze hält. In meiner Vorstellung sah der Thunfisch halt aus wie aus der Dose, okay? Also nicht frisch.
folgenden Clip. Hallo? Let's go, ich hab Glück gehabt. Ja, smart. Guck mal, wer da ankommt. Smart. Smart. Nice. Pass auf, ich glaube, die im Hintergrund. Der Selfless! Ist so Millix am Stream, ich schaue so ein bisschen zu und er guckt so verzweifelt, was er für ein Game spielen soll und will so auf Steam sich was kaufen und er hat einfach zwei Monitore und sein OBS hatte den falschen Monitor offen. Digga, er liegt einfach Adresse. Dann sagt er, oh Digga, scheiße, Adresse geleakt, ändert aber nicht den Screen. Und dann bestellt er einfach, tippt seine Kreditkarte ein und seine Telefonnummer. Digga, alles gesehen im lowen Leben, Digga. Tanzverbot nach einem Monat Twitch-Pause. Schönen guten Tag am Airbus 370 Millionen. Ich bin ihr heutiger. Digga, Kilian hat gestern zu mir gesagt, dass er richtig sauer ist, weil er will wieder Ansagen gegen Leute machen. Aber das kann er ja gar nicht, weil er mittlerweile alle Leute kennt. Und das würde er dann gar nicht machen wollen. Chefkapitän, mein Name ist Herr Heinrich und ich werde Sie heute sicher nach Madeira fliegen. Thank you so much for the time, Gifted. Wo wird mein Name jetzt hingeschrieben? Hier steht Subs on my name, hallo. Da steht, der Name wird aufgeschrieben. Ich wurde gescammt, ich schreibe gar nicht meinen Namen auf. Mein Name wird nicht aufgeschrieben, ich wurde gescammt. Name on body. Digga, die Klimaanlage ist so geil. Sie ist so geil. Ich friere ein bisschen. Ich glaube, ich ziehe mir einen Pulli an. Grüße gehen raus an alle, die im Dachgeschoss wohnen, wie ich früher. Da sind jetzt so bestimmt so angenehme 42 Grad. Ganz entspannt. Hier für alle, die im Dachgeschoss wohnen. Ich war ja bei Monte und ich habe bei ihm eine Runde trainiert. Digga, er hat so ein nices Fitnessstudio unten drin. Ich sagte ihm, Digga, trainier jeden Tag da. Bro, glaub mir, du wirst eine richtig stabile Form haben. Der sagt, ja, Bruder, am Anfang war ich motiviert, Digga. Dann habe ich 2-3 Wochen trainiert, Digga, durchgezogen. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Kannst du mein Business skalieren? Ja, mein Lieber. Kann ich ein Business skalieren, ist doch klar. Was willst du wissen? Ich habe auch noch einen super Kurs für euch, ne? Kostet im Monat nur 500 Euro. Das ist viel zu günstig. Nix. Sascha, einfach neuer Karl S. Ich bin Karl, schon im Mount Everest. Asynchron, du Rentner, du kannst mir mal... Rentner. Wieso Rentner? Das weiß ich nicht, weil die denken, dass man mit 33 schon Rentner ist. Aber sag ehrlich, ich bin Jungspund noch. Ja. Ja, vielleicht auch noch. Aber machst genauso viel wie Rentner. Ja, zu Hause, ein bisschen Garten. Chill. So bin ich davon rumgelaufen. Batman. Ja, die Hartz-IV-Version eventuell, ja. Die Rentner-Version. Das ist schon süß, er ist schon richtig verliebt. Ich hoffe, er schlägt sie nicht. Slavik im Europapark. So ist gut, ja? Boah, schaut euch diese Aussicht an. Sie haben nichts gesehen, oder was? Ah! Natürlich, warte, komm, mach mal. Warte, ohne Mundschutz. Scheiß drauf, zieh runter, mir egal, ob ich gekündigt werde. Mir egal, ob ich gekündigt werde. When I go, when I pass on the rough, ey. Hey, can I go mass on the raw, when I cast on the jaw, when I pass on the rough. Der ist ganz normales Bild von mir, was soll die Scheiße? Oh, 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 oh,